Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu einem Forum Wirtschaftsspezial von Phoenix und der AD Börsenredaktion aus der baden-württembergischen Landeshauptstadt Stuttgart. Wir sind hier anlässlich der Invest, einer Finanzmesse, zu Gast und wollen über ein brisantes wie hochaktuelles Thema sprechen, über das man wohl kaum besser sprechen könnte als in der Auto- und Feinstaubstadt Stuttgart. Akku leer, wie innovativ sind Deutschlands Autobauer? Und wir haben selbstverständlich ein hochkarätiges Podium, das ich Ihnen nun gerne vorstelle. Zunächst Marion Jungblut, Teamleiterin Mobilität der Verbraucherzentrale Bundesverband. Rechts neben ihr Winfried Herrmann, Verkehrsminister von Baden-Württemberg. Zu meiner Rechten Jörg Howe, Konzernsprecher der Daimler AG. Jürgen Pieper vom Bankhaus Metzler und Professor Hans-Christian Reuß von der Universität Stuttgart. Schön, dass Sie alle hier zu uns gekommen sind. Danke, dass Sie da sind. Ja, meine Damen und Herren, wenn man von außen auf Deutschland sieht, dann könnte man meinen, wir leben im Paradies, sinkende Arbeitslosenzahlen, wir sind Exportweltmeister. Die deutschen Autobauer fahren einen Rekordabsatz nach dem anderen ein. Alles wunderbar im Wirtschaftswunderland, eine wunderbare Idylle. Wäre da nicht ein klitzekleines Problem, das stört, namens Feinstaub? Herr Minister Herrmann, Sie sind bekennender und leidenschaftlicher Radfahrer. Als Autolobbyist sind Sie jetzt meines Wissens noch nicht so in dem Bewusstsein aller angekommen. Sie muss es doch besonders freuen, dass die Umweltorganisation BUND versucht, über Klagen ein Verkaufsverbot für Diesel zu erreichen und Ihnen damit die Arbeit abnimmt. Nein, darüber freue ich mich überhaupt nicht, weil es eine ziemlich undifferenzierte Kampagne ist. Auch die DOH macht das Gleiche. Und im Übrigen ist es selbstverständlich so, dass ein Verkehrsminister in einem Land wie Baden-Württemberg nicht nur Radverkehrspolitik macht, sondern er macht Mobilitätspolitik. Und das heißt, anderer Autoverkehr, besserer ÖPNV, Ausbau des Radverkehrs, Vernetzung der Verkehrsmittel, um nur ein paar Schlagworte zu nennen. Und was mich bei der Kampagne stört, das ist, dass man so tut, als wäre der Diesel per se schlecht. Nicht alle Diesel sind schlecht, sie können besser sein. Und sie werden auch besser werden. Und wir werden sie auch als Übergangstechnologie brauchen, aber man muss halt auch feststellen, in Stuttgart werden seit 12 Jahren die Grenzwerte bei Feinstaub nicht eingehalten und seit 7 Jahren die Grenzwerte bei Stickoxid nicht eingehalten. Übrigens, das größere Problem ist inzwischen das Stickoxidproblem. Das teilen wir übrigens mit mindestens 50 Städten in Deutschland. Und das hat viel mit den älteren Dieseln zu tun. Insofern haben wir tatsächlich ein Riesenproblem. Und was mich ärgert, ist, dass wir das nicht zur Chance nehmen, jetzt endlich die Mobilität anders zu organisieren, zu modernisieren, auch wegzukommen sozusagen von herkömmlichen Technologien und hinein in die Zukunft gehen und das Problem so lösen. Stattdessen führen wir Kämpfe um Diesel und Altdiesel und das in einer Innovationsregion. Dann schauen wir doch gleich mal in die Zukunft, Frau Jungblut. Wer, wie wir gehört haben, hier in Baden-Württemberg durchaus Druck gemacht wird von der Politik in Sachen Fahrverboten. Wer heute in Diesel fährt, der mit Euronorm 6 zum Beispiel ja noch als sauber gilt, kann sich aber nicht sicher sein, dass das in 2 Jahren auch noch so ist. Sagen die Autohersteller vielleicht Pech gehabt, dann gucken die Verbraucher in die Röhre. Oder wie muss ich mir das vorstellen? Also auf keinen Fall darf es so sein, dass Verbraucher, die sich auf die Industrie verlassen haben und auch auf die Politik, jetzt diejenigen sind, die das praktisch ausbaden müssen. Die haben sich darauf verlassen, dass die Angaben, die die Hersteller punkto Kraftstoffverbrauch und Schadstoffe angeben, dass die stimmen. Und natürlich haben sie sich auch darauf verlassen, dass sie mit ihren hochmodernen Autos, die sie in den letzten Jahren gekauft haben, auch in die Innenstädte fahren können. Also das heißt, wir haben eine Situation, wo, glaube ich, sich die deutschen Verbraucher die Augen reiben. Was wir letztes Jahr erlebt haben, oder vorletztes Jahr hat es ja angefangen, der Abgasskandal, da haben wir festgestellt, dass die Hersteller Abgaseinrichtungen manipulieren, um halt auf der Rolle Grenzwerte einzuhalten. Das sind halt Dimensionen von Verbrauchertäuschung, die man sich, glaube ich, in der deutschen Industrie oder von der deutschen Industrie nicht hätte vorstellen können. Und damit ist auch die Marke Made in Deutschland massiv in Gefahr. Und da hat die Automobilindustrie und auch die Politik dringend die Aufgabe, halt dieses Vertrauen wieder aufzubauen. Das heißt,
Wir brauchen halt realistische Angaben zu Kraftstoffverbrauch, Schadstoffen und aber auch Reichweiten bei Elektromobilität. Kann Herr Howe die Industrie, die ja jetzt auch angesprochen wurde, wenn ab 2018 in Stuttgart Fahrverbote drohen, anderswo in anderen Innenstädten auch, man vielleicht nicht mehr mit dem Diesel reinkommt, noch guten Gewissens Diesel überhaupt anbieten? Ja, wir hatten diese Woche Ministerpräsident Wilfried Kretschmann bei uns. Wir haben ihn unseren aktuellen Dieselmotor, die Dieselmotorengeneration, die wir machen, vorgestellt. Es ist ein Diesel, der auch nach Ansicht von NGOs die Grenzwerte nicht nur einhält, sondern deutlich unterschreitet, auch die, die jetzt im Herbst gültig sind, RDE. Das ist eine Investition, die wir getätigt haben von 3 Milliarden Euro, eine Vorlaufzeit von 5 Jahren. Und Ministerpräsident Kretschmann hat gesagt, es gibt den sauberen Diesel, man muss dafür investieren, das stimmt, und zwar richtig. Und dann hat der Diesel auch eine Zukunft. Das sehen wir so und wir sind bereit dafür zu investieren. Nicht nur in diese Motorentechnologie, sondern auch in die Standorte hier, um auch darüber hinaus natürlich all das, was für die Elektromobilität da ist und kommen muss, entsprechend vorzubereiten. Nur um das mal kurz zu sagen, allein für die Elektromobilität investieren wir 10 Milliarden Euro in den nächsten Jahren und bringen bis 2022 10 vollelektrische neue Modelle in allen Größenordnungen. Also das heißt, wir investieren in die Zukunft und wir sagen aber auch gleichzeitig, wir brauchen Diesel und Benzin als Brückentechnologie für die Zukunft noch über viele Jahre und sind dafür bereit, auch unternehmerisch uns entsprechend zu engagieren. Darüber hinaus auch noch in die Infrastruktur, aber darüber können wir später nochmal reden. Ich wollte gerade sagen, das ist aber schon der große Bogen gewesen, aber über die Zukunft wollen wir natürlich reden, Innovation, den großen Bogen, aber da kommen wir in jedem Fall noch dazu. Pieper, bei VW haben wir es ja gesehen, was es für ein unglaublicher GAU werden kann in Sachen Image. Dazu kommt, wer in den Vereinigten Staaten VW-Fahrer ist, der hat es gut, der wird entschädigt. In Deutschland hat man ein ziemliches Problem. Kann das eigentlich gut gehen? Was raten Sie denn, sowohl VW als auch denen, die einfahren? Ja, kann das gut gehen. Also der eine Gedanke ist, dass die Kollegin hat gerade von diesem schweren Image-Schaden gesprochen. Der trifft natürlich ganz besonders den VW-Konzern und ja irgendwo auch zu Recht, muss man sagen. Man muss aber auch feststellen, und das ist eigentlich eine erstaunliche Schlussfolgerung nach 1,5 Jahren Dieselskandal, dass die deutsche Industrie so viel Kredit aufgebaut hatte, die deutsche Autoindustrie, dass die Schäden immer noch beherrschbar sind und dass wir reihenweise weiter gute Zahlen sehen, gute Absatzzahlen sehen, gutes Standing der deutschen Industrie sehen. Das ist aber wirklich der Tatsache zu verdanken, dass sie halt enormen Kredit hatte, als sie in diese Krise reingeschlittert ist. Ja, was Volkswagen betrifft, da fällt einem natürlich eine Menge dazu ein. Ich finde, dass sie es die ersten paar Monate ganz okay gemacht haben, also immer bei den Voraussetzungen, dass Volkswagen eine ganz besondere Art hat, mit der Außenwelt zu kommunizieren, dass es schon immer diese Wagenburg-Mentalität in Wolfsburg gab, dieses Denken, wir wissen es im Grunde besser als die meisten der Außenwelt. Dann hat man so in den ersten Monaten nach September 2015 so ein bisschen Schwenk gesehen zu etwas mehr Demut, aber das ist auch relativ bald dann wieder vorbei gewesen und ich muss sagen, die letzten Monate waren eigentlich eine ziemliche Enttäuschung. Volkswagen hat eigentlich die Kommunikation zum Dieselskandal völlig eingestellt. Der Bericht von Jones Day, der uns ja ein Jahr lang versprochen worden ist, ist nicht gekommen und wird heute auch, jede Frage danach wird relativ schnell abgebügelt. Also man muss sagen, dass, was Volkswagen ja auch zu Anfang gesagt hat, diese Krise ist für sie eine große Chance. Das kann man so sehen, wenn man es dann richtig macht. Und diese Chance ist schon, würde ich mal sagen, zu mehr als der Hälfte vertan. Und trotzdem ist immer wieder festzustellen, die Erfolge der Autoindustrie von Daimler, von BMW, von Volkswagen, von den vielen Zulieferern sind schon enorm nach wie vor. Und das zeigt eben, von welcher enorm starken Position sie in diese Krise reingeschlittert sind. Also wenn dieses Label deutsche Automobilindustrie, Made in Germany, so viel Kredit hat, trotz solcher Katastrophen, dann fragt man sich natürlich, Professor Reuß, ein Antriebskonzept wie der Verbrennungsmotor, 125 Jahre alt, klingt jetzt für mich nicht wahnsinnig innovativ, um offen zu sein. Wie groß muss auch mit den flankierenden Rahmenbedingungen der Politik in Sachen Druck und den eigenem Bewusstsein, was tun zu müssen, der Industrie, wie groß muss denn dieser nächste Schritt jetzt sein, um wirklich einen klaren Schnitt zu machen aus der Vergangenheit? Ich würde es mal anders formulieren. Ich würde sagen, die Zukunft ist elektrisch. Wir müssen nur darüber reden, wann ist denn diese Zukunft? Und vollkommen klar ist, glaube ich, uns allen,
morgen früh werden wir nicht alle in ein Elektroauto einsteigen und nur noch elektrisch fahren. Von daher müssen wir die Zeitachse genau angucken. Wir sehen einerseits eine sehr gute Entwicklung der Verbrennungsmotoren. Wir haben da heute hervorragende Maschinen, mit denen wir arbeiten können. Wir haben die Grenzwerte, die eingehalten werden bei den ganz neuen Systemen. Und gleichzeitig haben wir die Entwicklung zur Elektrifizierung über den Hybrid und eines Tages zu rein elektrischen Fahrzeugen. Und genau diesen Weg sollten wir gehen, Schritt für Schritt gehen. Wir sollten nichts jetzt erkrampfen, was noch nicht geht, weil es einfach die Technologie noch nicht weit genug entwickelt ist. Man muss den Forschern auch ein bisschen Zeit geben an dieser Stelle. Und die Elektromobilität hat auch noch ihre eigenen Herausforderungen und die gilt es dann auch über die Jahre zu meistern. Dann frage ich jetzt Frau Jungblut, um ganz klar zu wissen, wann endet die Laufzeit des Diesels? Also ich glaube schon, dass es den Diesel oder den Verbrenner noch eine ganze Zeit lang geben wird. Aber um mal zum Thema Elektromobilität zurückzukommen, da habe ich seit 10 Jahren das Gefühl, dass man die Autoindustrie hier in Deutschland ein bisschen zum Jagen tragen muss. Sie haben massive Forschungsförderprogramme vom Bund bekommen. Schaufenster wurde vom Bund eingerichtet. Und jetzt gibt es sogar noch eine Kaufprämie. Und trotzdem haben die deutschen Autobauer keine große Palette an E-Autos, die auch wirklich für die Kunden interessant sind. Die Autos sind sehr teuer, sie haben keine hohe Reichweite, die Ladeinfrastruktur fehlt noch. Da fragt man sich natürlich, wieso soll ich so viel mehr Geld für ein Auto ausgeben, womit ich meinen Alltag gar nicht so weiter fortführen kann, wie ich das mit dem anderen Auto gewöhnt bin. Und da habe ich das Gefühl, wenn die deutsche Automobilindustrie für den Elektromotor brennen würde, dann sähe das ganz anders aus. Dann würde man nämlich Modelle auf den Markt bringen, die vielleicht auch geringe oder gar keine Margen bringen, aber die erstmal attraktiv sind, um halt einfach einen Marktvorteil oder einen Markthochlauf auch wirklich an Gang zu kriegen. Und ich erlebe die Autobauer nur als wie so jammernde Kinder, die beim Bund hängen und sagen, jetzt gebt uns da noch ein bisschen Geld, jetzt macht uns die Infrastruktur und dann geht's schon los. Also muss ich klar widersprechen, es tut mir leid. Wir investieren 10 Milliarden Euro nur für Elektromobilität jetzt. Wir haben uns zusammengeschlossen mit BMW, mit Audi, mit Ford, um 400 Schnellladepunkte zu installieren. Eigener Antrieb, Infrastruktur, um voranzukommen. So, wir investieren seit Jahren in Forschung und Entwicklung für Elektromobilität, aber es ist auch wirklich so, die Batterietechnik entwickelt sich jetzt erst so rapide, dass man auch vernünftige Reichweiten anbieten kann. Und ich persönlich würde mir auch kein Elektroauto kaufen, wenn ich damit nur 100 Kilometer weit fahren kann. Und wenn es Winter und kalt ist und die Heckscheibe dann noch an ist, dann nur noch 50 Kilometer. Das funktioniert nicht. Die Kollegen von BMW haben einen Schritt mehr gemacht in der Vergangenheit. Die haben ziemliches Lehrgeld dafür bezahlt. Jetzt kommt der nächste Schritt mit der hohen Reichweite. Wir werden 2019 einen großen SUV hinstellen, der heißt EQ und der hat eine Reichweite von voraussichtlich 500 Kilometer. Dann glaube ich auch, sind die Kunden bereit, das zu akzeptieren und zu sagen, ich fahre elektrisch, wenn ich die gleichen Reichweitenmerkmale habe wie vorher mit dem Verbrenner. Darf ich da mal gleich nachfragen, weil SUV ist auch so ein Reizthema, ist in dieser Debatte eigentlich groß, breit, schwer. Intelligent wäre nicht flach, schmal und leicht intelligenter mit mehr Reichweite. Muss es denn so sein? Muss denn ein Elektroauto immer Mickey Mouse sein? Muss doch nicht sein, ist doch nicht notwendig. Sondern es kann doch ein ganz normales, großes Auto sein, wo man ein Zeug reinschmeißt, wenn es voll elektrisch fährt, who cares? Wo ist das Problem? Aber das liegt hauptsächlich daran, dass Sie das natürlich für die Kunden machen, die sagen, ja, wollen wir gerne haben. Entschuldigen, die Autos sollen sich doch verkaufen. Die Leute sollen doch keine Abstriche machen dafür, wenn sie ein Elektroauto fahren. Es muss doch funktionieren. Und wenn wir Autos produzieren, die keiner haben will, dann wird es nicht funktionieren. Hundertprozentig nicht. Herr Minister Herrmann? Also das verstehe ich ja gut, dass man ein Auto verkaufen will. Aber und ich höre auch immer gerne die Töne, wir investieren in Zukunft und so weiter. Das kenne ich jetzt aber auch schon 20 Jahre. Und auf der Herfahrt ist mir nochmal bewusst geworden, dass ich in den 90er Jahren die A-Klasse damals gekauft habe, die am Anfang umgekippt ist, weil sie eigentlich ein Elektroauto werden hätte sollen. Es ist dann keins geworden und war zu leicht. Das heißt, vor 20 Jahren war man schon mal ganz weit. Ich will damit sagen,
Daimler und Bosch und Porsche und alle diese Unternehmen, die wir in Deutschland haben, die vielen Mittelständler, sie sind innovativ, sie haben gute Ideen, sie haben auch viel in Forschung gesteckt. Aber was mir auffällt in den letzten 20 Jahren, dass diese Entwicklung immer wieder abgebrochen wurde. Ich meine, der Tesla ist halt nicht bei Daimler erfunden worden, sondern einem, der mal bei Daimler war. Und jetzt auch schon seit 10 Jahren, der die Reichweite hat, die Daimler jetzt anpreist, in 3 Jahren auch zu haben. Oder anderes Beispiel. Im Moment überlegen sich gerade die Kommunen, um die Luft sauber zu halten, dass sie mit mehr Elektrobussen fahren. Dann sagen alle kommunalen Verkehrsunternehmen, aber der Daimler hat keinen. Daimler hat keinen Elektrobus, aber die Chinesen, die Türken und es gibt mehrere Hersteller auf der Welt, die das können. Und Daimler könnte es auch. Man kommt mit einer Verzögerung und das ist ein Grundproblem, nicht nur von Daimler, auch von anderen Unternehmen, dass man einerseits Zukunft macht und andererseits noch möglichst lange am Alten festhält, weil es natürlich rentabel ist. Und das bremst die Zukunftsentwicklung. Und aber ist doch peinlich. Sie haben doch, der Smart war ziemlich auf der Höhe der Zeit. Sollte ein leichtes Auto werden, übrigens auch ein elektrisches Auto werden, dann hatten wir draußen Mercedes gemacht, was relativ viel Sprit verbraucht für so ein kleines Auto. Und jetzt, wo es an der Zeit wäre, dass man mit dem Smart elektrisch kommen könnte, kann man gerade kein Smart elektrisch kaufen, weil sie wieder nicht in der Zeit sind. Also ein bisschen muss man sagen, man kann viel, man könnte viel, aber man hinkt dann doch hinterher und ist am Schluss nicht an der Spitze der Entwicklung. Also Hybridtechnologie, Brennstoffzellentechnologie, batterieelektrische Fahrzeuge sind doch im Prinzip im Großen und Ganzen aus Japan, inzwischen auch aus China und aus USA und auch aus europäischen Ländern, Frankreich zum Beispiel. Und wir sind da leider Gottes nicht an der Spitze. Herr Hove, Sie wollen... Vielleicht noch kurz ergänzen, also auch gerade zum Tesla. Ich weiß, das tut immer weh, aber der hat nur ein Auto, was unglaublich gut ankommt, sondern er hat auch halt ein innovatives Geschäftsmodell, also damit in Deutschland etabliert, nämlich eine Flatrate zum Laden. Da sind Ladepunkte überall an der Autobahn installiert worden und man kann halt praktisch umsonst laden. Das sind natürlich auch innovative Geschäftsmodelle, die man braucht, um auch eins zu ergänzen. Es gibt keine Elektrobusse, es gibt aber auch keine Elektrotransporter. Die Post hat ja, wie bekannt, jetzt halt in Aachen, lässt die bei Talbot bauen. Und das, finde ich, ist schon irgendwie ein ganz schönes Armutszeugnis für die deutsche Automobilindustrie, dass überall diese Produkte werden gefragt, weil sie werden gebraucht. Die Leute wollen ja auch weiterhin in die Stadt reinfahren. Und es ist auch eine Frage der Kosten, weil das Modell da in Aachen hat durchaus halt eine gute TCO, was ein Argument ist. Wir haben nur zur Information einen Vertrag mit Hermes geschlossen über die Lieferung von 1.500 Elektrotransportern in den nächsten Jahren. Und Hermes ist ein Paketdienstleister, ist ein Beispiel dafür, was man machen kann. Wir haben auch Wasserstoffbusse im Angebot, die zugegebenermaßen sehr teuer sind, aber die auch fahren, zum Beispiel bei den Verkehrsbetrieben Hamburg-Holstein in Hamburg. Es ist trotzdem nur so, wenn man ehrlich ist, wir investieren wahnsinnig viel und wir haben auch echt entsprechende Vorlaufzeiten für Fahrzeuge. Und es muss sich dann am Ende irgendwo auch für einen Hersteller rechnen, dass man diese Investitionen irgendwann auch wiederbekommt. Das können wir nicht abstreiten. Und es ist so, dass der Smart zum Beispiel, in Amerika verkaufen wir in der Zukunft nur noch elektrisch betriebene Smarts. Das wird hier auch so kommen langfristig. Das ist ein ideales Fahrzeug für die Stadt, das elektrisch betrieben werden muss, gebe ich Ihnen recht. Und es hat sicherlich eine Zeit gedauert, bis wir jetzt mit der neuen Generation der Elektrosmarts kommen. Aber die Fahrzeuge sind dann da. So, und was Tesla angeht, muss man sagen, Tesla hat ganz wahnsinnig viel für die Elektromobilität getan, muss man ehrlicherweise zugeben, und die attraktiv gemacht. Sie haben noch keinen Cent verdient mit dem, was sie bisher machen. Und dieses Angebot der kostenlosen Ladepunkte wird auch gerade wieder zurückgeschraubt. So, Tesla ist ein Versprechen in die Zukunft, aber alle deutschen Autobauer, nicht nur wir, sind dabei, diese Zukunft mitzugestalten. Und man muss uns nachsehen, dass wir gleichzeitig versuchen, die Zukunftsinvestitionen zu tragen mit dem aktuellen Geschäftsmodell, das wir haben. Irgendwo muss die Kohle herkommen und die wollen wir ja nicht vom Staat haben dafür, dass es funktionieren soll. Jetzt müssen wir ganz schnell Professor Reuß fragen und dann kommen Sie, Herr Pieper. Professor Reuß, Sie sind ja ein Fachmann für diese Antriebsform. Das, was hier diskutiert wird, also Busse, LKWs, kleinere Trucks, sind wir so weit? Die Industrie sagt, sie ist ja gewillt, das zu investieren, sagen, hier muss mehr kommen, ihr müsst mehr dafür brennen. Sie haben vorher gesagt,
Das dauert aber alles noch ein bisschen. Wie schnell kann das denn überhaupt gehen? Wir haben es eben gehört, Frau Jungbluth sagte, es gibt drei Herausforderungen bei der Elektromobilität. Einmal ist es die Reichweite, das zweite, das ist die Ladeinfrastruktur und das dritte, das sind die Kosten, die dabei entstehen. Und wenn wir uns diese drei Punkte mal kurz angucken, Reichweite, wir bekommen jetzt erst serienreif Batterien für den Automotive-Bereich, die tatsächlich es erlauben, Reichweiten darzustellen, die auch der Kunde benötigt. Und Kunde Pkw, ja, aber natürlich, Sie sprechen auch Busse und Trucks und Commercial Vehicles an. Und genau dort können wir uns vorstellen, dass wir sogar etwas mehr Energie brauchen für solche Fahrzeuge, vielleicht aber auch andere Konzepte haben, um sie aufzuladen. Wir kommen, wenn wir auf Kosten gucken, jetzt in die Region hinein. Wir laufen in die Region hinein, etwa 100 Euro pro Kilowattstunde auszugeben. Ein Fahrzeug benötigt 15 bis 20 Kilowattstunden auf 100 Kilometern. Man wünscht sich vielleicht 500 Kilometer. Sie haben diese Zahl eben auch genannt. Und wenn wir das ausrechnen, dann brauchen wir 75 Kilowattstunden. Und das sind dann 7.500 Euro, die die Batterie kostet. Langsam kommen wir in Regionen, mit denen wir arbeiten können, auf der Kostenseite. Und dann auf einmal stellen wir fest, wir brauchen auch noch eine Ladeinfrastruktur. Und solange wir nur ganz wenig Fahrzeuge haben, ist das gar nicht so aufgefallen, dass das so ein Riesenproblem sein könnte. Aber jetzt fangen die Leute an nachzudenken und sagen, was wäre denn, wenn wir ganz viele Fahrzeuge hätten. Tesla hat ein wunderbares Modell vorgestellt und für die Anzahl der Teslas ist das im Augenblick super. Wenn man Tesla fährt, kann man wunderbar durch Deutschland fahren und aufladen. Wenn ich mir vorstelle, dass die Zahl sich vergrößert und wir reden über 1 Million 2020, vielleicht wird es auch 2021. Wir reden dann irgendwann darüber, dass vielleicht 50% der Fahrzeuge elektrisch fahren sollten. Dann stellen wir fest, aha, diese Ladepunkte gibt es noch nicht. Jetzt ist die Frage, geht das technisch? Ist das überhaupt machbar? Und dann stellen wir fest, ja, da sind viele Dinge machbar. Erstmal die Gesamtmenge an Energie. Dann stellen wir fest, wir haben vielleicht 600 Terawattstunden, die elektrische Energie in Deutschland insgesamt ist, die Gesamtmenge. Und 11 würden wir vielleicht brauchen, wenn wir 7 Millionen Elektrofahrzeuge hätten. Also 607, das kriegen wir hin. Dann ist die Frage, haben wir denn an der richtigen Stelle, zur richtigen Zeit auch die Energie? Und dann stellen wir fest, das wird schon schwieriger, wenn wir jetzt allen Haushalten, die Elektrofahrzeuge haben, zugestehen, einen 11 Kilowatt Anschluss zu haben, um dort ihr Auto zu laden, dann müssen wir in Spitzenzeiten die Spitzen verdoppeln. Das heißt, da müssen wir was tun. Wie geht das? Das geht, wir müssen ausbauen und wir müssen entsprechende intelligente Nutzung vorsehen. Und somit ist es gut, aus meiner Sicht, dass die Elektromobilität nicht jetzt schon da ist und alle elektrisch fahren. Wenn man das alles zusammennimmt, stellen wir fest, wir kriegen das hin, also auch an den Autobahnen, das kriegen wir auch hin. Da machen wir halt einen Mittelspannungsabgriff oder einen Hochspannungsabgriff von unserem Ladenetz und dann machen wir Gleichstromladen. Da reden wir heute über 50 kW, Tesla hat 120 kW, demnächst über 150 kW und in Zukunft vielleicht über 300 kW oder 350 kW. Die Energie ist dann vorhanden. Wir müssen das aber alles Schritt für Schritt ausbauen. Wir sollten jetzt auf keinen Fall nachlassen an dieser Stelle, aber wir sollten das alles tun. Und dann kommen wir vielleicht 2025, 2030 zu echt tollen Zahlen im Bereich der Elektromobilität. Es heute einfach zu fordern oder zu sagen, Edge, ihr habt das ja blöd gemacht, ihr wart nicht schnell genug und so weiter, ihr habt keine Leidenschaft gehabt, das ist zu kurz gesprungen in meinen Augen. Lasst uns das ordentlich machen. Gut, jetzt Herr Pieper, ja. Nicht, dass der Größte in der Runde am wenigsten Wortanteil hat. Nein, kein Problem. Es ist mir aufgefallen, dass als das Stichwort Innovation fiel, ich glaube von Ihnen, Frau Jungbluth, da das ist der Punkt, den man einfach der deutschen Autoindustrie in die Bücher schreiben muss. Da waren sie nicht vorneweg, da haben sie auch zu lange gewartet. Den Prius von Toyota gibt es, glaube ich, in der vierten Generation mittlerweile. Der wurde jahrelang belächelt, der wurde über die Schulter angeschaut. Das ist doch nichts für uns, das ist doch keine gescheite Technik. Dann kam Tesla, das hat man schon bemerkt, sage ich mal, dass der da war. Aber erst als die Dreier-Serie von Tesla vor anderthalb Jahren angekündigt worden ist und diese Riesenwelle erzeugt hat und quasi zeitgleich der Dieselskandal ausgebrochen ist, erst da ist wirklich der Schalter umgelegt worden. Gut,
Wenn man sich die Unternehmen anschaut, ist Volkswagen, Daimler, BMW besteht zu 95%, die Entwicklungsabteilung bestanden aus Maschinenbauingenieuren. Die waren auch einfach, das war ihr Ding, ja, das war ihre Liebe, kann man glaube ich sagen. Das war der Verbrennungsmotor und nichts anderes. Das war diese Präzisionsmechanik und Maschinenbau made in Germany. Sie wollten das einfach nicht. Sie wollten einfach diese E-Mobilität nicht. Sie wollten die so lange wie es geht herauszögern und waren einfach nicht an der Spitze der Innovation, wo sie eigentlich hingehört hätten. Lassen Sie mich das, worauf Sie sicher gleich erwidern wollen, Herr Howe, mit einer Frage verbinden. Denn was Herr Pieper angesprochen hat, nämlich die Arbeitsplätze und welche Arbeitsplätze, der Umstieg auf alternative Antriebe bedeutet auch der Verlust von vielen, vielen Arbeitsplätzen in der deutschen Automobilindustrie, wie wir ihn jetzt haben. Jeder siebte Job, sagt die Statistik, hängt in Deutschland direkt über die Hersteller oder indirekt über Zulieferer von der Autoindustrie ab. Die IG Metall sagt 250.000 Jobs alleine bei den Verbrennungsmotoren. Da stellt sich natürlich die Frage, sind in Wahrheit die Gewerkschaften die großen Bremser, wenn es darum geht, umzustellen, nein, weil die Angst haben um die Jobs? Ich halte auch ehrlich gesagt nichts von solchen Horrorszenarien, dass jetzt Elektromobilität kommt und dann gleichzeitig, oh Gott, alle Arbeitsplätze wegbrechen. Die Arbeitsprofile in den Arbeitsplätzen werden sich verändern, mit Sicherheit. Und wir haben ja auf der einen Seite, wir sagen in der Prognose, und genau kann das eigentlich im Moment heute keiner sagen, 15-25% Elektroanteil in 2025. Heißt ja aber gleichzeitig auch, wir müssen auf einem sehr hohen Niveau nach wie vor Verbrennungsmotoren, Getriebe und ähnliche Dinge bauen und fertigen. Wir haben die höchsten Absatzzahlen im Moment, die wir jemals hatten. So, das heißt, wir produzieren am oberen Rand dessen, was wir machen können. Wenn wir gleichzeitig Elektromobilität hochfahren, dann muss das überhaupt nicht zu einem Verlust von Arbeitsplätzen führen, sondern wir werden andere Jobprofile bekommen, eine andere Qualifizierung auch unserer Mitarbeiter, die wir machen müssen. Und ich sehe das überhaupt nicht als Schreckensszenario. Habe ich auch ehrlich gesagt keine Angst vor. Und wenn Sie mal gucken, nicht nur wir, aber wir hier in Stuttgart investieren massiv in unsere Werke und unsere Standorte, um diese Zukunft abzusichern. So, das heißt eigentlich, wir wollen unsere Belegschaft an Bord halten, aber möglicherweise nicht mit dem gleichen Jobprofil. So, und ich möchte da irgendwie jetzt schon wieder Angst zu erzeugen, weil was Neues kommt, ist falsch. Wir müssen uns ändern und umstellen. Und deswegen stellen wir ja auch auf Mobilitätskonzepte um, entwickeln völlig neue Dinge, mit denen wir früher nie zu tun hatten, wie Movil oder Car2Go und machen Dinge, die für die Zukunft tragfähig sind. Wir brauchen im Augenblick ja auch mehr Arbeitsplätze als, es geht ja nicht runter. Wir haben ja im Endeffekt eine Zeit, wo wir alles gleichzeitig machen müssen. Wir können ja auch nicht sagen, wir lassen das eine ganz sein und schulen nur noch um, sondern wir haben im Augenblick eher einen Anstieg der Arbeitsplätze und auch der Anforderungen an die Absolventen an den Universitäten. Frau Jungblut, Sie wollten noch wieder. Ich würde gerade, um halt die Arbeitsplätze und die Industrie hier in Deutschland so zu halten, dafür plädieren, eben nicht mehr dieses alte Denken fortzuführen, so ja, das muss sich auch rechnen, weil ich glaube, bei disruptiven Technologien, und das haben wir ja nun mal halt gerade im Automobilmarkt, ist das halt eine Strategie, die dann halt nachher halt auch zu einem großen Schaden führen kann. Also da würde ich mir wünschen, dass der Verkehrsminister vielleicht den deutschen Autobauern mal ein bisschen in den Hintern tritt und sagt halt, wir wollen, dass ihr halt diese Produkte, die wir im Moment brauchen, auch zumindest schon mal in einer Testversion relativ schnell auf den Markt bringt. Zum Beispiel läuft jetzt auch das autonome Shuttle nicht in einer Version eines deutschen Autobauers, sondern irgendwie aus einem 3D-Drucker von einem amerikanischen Start-up. Das ist doch wirklich bedauerlich. Also wir fahren seit längerem autonom, aber darüber können wir separat nochmal diskutieren. Darüber kommt noch, aber man muss das natürlich aufnehmen, weil das Angebot, in den Hintern jemanden zu treten, das kann ich gleich weitergeben, weil hier sitzt ein Verkehrsminister. Ja. Also Sie dürfen. Ich glaube, ich tue das meinige auch und ich bin da nicht der Einzige. In der Tat ist es so, dass Politik die Aufgabe hat, Entwicklungen auch voranzutreiben und Barrieren abzubauen, die etwa Zukunftsfähigkeit verhindern. Und vor allem, wenn wir sehen, dass wir vielleicht nicht gut und nicht schnell genug sind, dann wird Politik wachsam. Und
Die Statistik, die Sie erwähnt haben, in jedem siebten Arbeitsplatz, die war vielleicht noch in der Schulzeit richtig. Aber heute sind es deutlich weniger Arbeitsplätze in der Automobilindustrie. In Baden-Württemberg sind es nicht mal mehr 300.000. Trotzdem sind es sehr werthaltige Arbeitsplätze. Und diese Industrie exportiert extrem viel und ist insofern von großer Bedeutung. Aber deswegen sind wir auch sozusagen in gewisser Weise in Aufregung und Sorge, ob zum Beispiel Baden-Württemberg, was ja natürlich von der Produktion von Automobilen lebt und von den Zulieferprodukten und deswegen auch so viel Wohlstand hat, dass dieser Wohlstand gefährdet ist, wenn wir die Entwicklung nicht rechtzeitig mitmachen. Wenn wir die Chancen, die jetzt so beschrieben sind, die sind alle da, aber wenn die anderen die zuerst greifen, sind sie weg. Die sind ja nicht ewig da. Und ich sehe einfach, wie es zum Beispiel bei der Hybridtechnologie, Batterietechnologie, Brennstoffzellen, andere da jetzt schneller im Markt sind, als es deutsche Unternehmen sind. Und für uns in der Politik ist die Herausforderung groß, diesen offenkundigen Transformationsprozess jetzt zu gestalten, ihn so zu beschleunigen, dass man ihn gewinnen kann für uns, aber nicht so schnell zu machen, dass es sozusagen schief geht. Ja, aber wir dürfen auch nicht warten, bis das Desaster da ist. Und Desaster heißt dann eben, dass man halt aus dem Markt rausgeflogen ist. Dann ist man, das kennen wir aus anderen Branchen, wie schnell die Könige des Marktes, die Weltmarktführer waren in vielen Branchen, auch in Baden-Württemberg, wie schnell die verschwunden sind. Da wollte ich gerade was fragen, und zwar die Frage an Sie, Professor Reuss. Wir haben das, was Herr Herrmann beschrieben hat, kommt mir sofort Solarenergie. Da waren wir auch ganz weit vorne, dann kamen die Billigprodukte aus China. Heute ist mit der deutschen Solarbranche nicht mehr viel zu holen. Ist das ein Szenario, was tatsächlich zu befürchten ist in so einer Branche? Und was würde das eigentlich bedeuten? Rechnen Sie mit sowas? Ich rechne ganz zuversichtlich natürlich nicht mit so etwas. Ich weiß nicht, ob das Thema Solar jetzt so vergleichbar ist. Ich denke, da sind auch sehr viele Fehler bei den Förderprogrammen gemacht worden. Nämlich, dass alle Produkte gefördert, auch die günstiger in China hergestellt werden konnten. Und das war der Tod für die deutsche Solarindustrie. Und ich denke, solche Fehler sollten in Zukunft nicht gemacht werden. Aber ich würde mir das natürlich wünschen, dass die Politik da Maßstäbe setzt, vollkommen klar, und auch sagt, da und da wollen wir hin und das auch entsprechend unterstützt. Ich finde das total klasse. Wenn wir urbane Ballungsräume angucken, dann wünsche ich mir, dass man da eine hohe Lebensqualität hat und gesund bleiben darf in diesen Städten. Das ist total wichtig. Und von daher müssen wir nicht nur das Auto, glaube ich, angucken, sondern wir müssen das ganze Mobilitätssystem angucken und gut überlegen, wie können wir hier jetzt gute Lösungen herbeiführen. Aber dazu gehört natürlich auch unbedingt, wurde ja verschiedentlich schon angesprochen, nicht nur das Produkt an sich, sondern Infrastruktur, Reichweite, Ladekapazitäten und so weiter und so fort. Sie, Herr Howe, haben gesagt, wir nehmen da schon viel Geld in die Hand, mehrere Milliarden. Wer zahlt den Rest, Herr Minister? Wir? Also, wir haben ja in Stuttgart ein schönes Beispiel. Das ist eCar2Go, also Smarts, elektrisch. Wir haben etwa 500 Lademöglichkeiten in Stuttgart, damit sind wir in Deutschland sozusagen am dichtesten besetzt. Die Ladestation hat das Land gezahlt, weil Daimler hat kein Geld gehabt. Sonst hätten sie es übrigens auch nicht gemacht. Ich sage das so bewusst, weil das natürlich muss auch Politik was machen, aber es ist das Geschäftsmodell der Automobilindustrie und es geht um ihre Zukunft. Und was ich an dem Modell trotzdem gut finde, ist, dass man sozusagen ein modernes Carsharing-System aufbaut, was gut funktioniert, gut angenommen wird, was sauber ist und was eben halt sozusagen auch ein neues Geschäftsmodell darstellt. Und die Dienstleistungstöchter von Daimler, Movil und Car2Go sind ja eigentlich auch global unterwegs und das sind wirklich neue Ansätze, die man übrigens in allen Automobilunternehmen inzwischen sehen kann. Und weil wir vorhin von Arbeitsplätzen gesprochen haben, es ist schon, glaube ich, ziemlich wahrscheinlich, dass wenn wir, je mehr Elektroautos wir haben, desto weniger Auspufftechnologie, Getriebetechnologie, Schaltgetriebe und so, all die Dinge fallen weg, was Arbeitsplätze waren. Und die neuen Technologien eröffnen neue Möglichkeiten. Einerseits im Bereich der Dienstleistung, im Mobilitätssektor insgesamt, Verkauf von verschiedenen Mobilitätsangeboten und Dienstleistungen, aber auch in der Technologie. Wenn 40% der Wertschöpfung im Batterie, im Elektrischen ist, im Auto,
dann wäre es natürlich wichtig, dass wir diese Technik auch in Deutschland endlich haben. Ja, also Daimler, VW, die tun sich alle seit 10 Jahren schwer, irgendwie mal eine Batteriefabrik hier auszubauen. Das ist leider falsch. Jetzt haben sie eine angefangen, aber sie haben zu lange gewartet. Wir bauen gerade die zweite. Zu lange gewartet. Im Moment kaufen sie nur ein. Nein. Die B-Klasse, die ich fahre von Daimler, die hat die Batterien nicht von Ihnen, sondern die haben wir, die hat Daimler übrigens von demselben Hersteller wie Tesla. Ja. Ich meine, Sie können das alles abstreiten, aber man kann doch nicht übersehen, dass die Deutschen Firmen zu sehr noch in der alten Technik hängen. Das ist ihre Kompetenz, das ist vorhin beschrieben, das sind die Ingenieure. Und sozusagen die neuen Leute, die das anders treiben, die würden da, glaube ich, gut tun. Also um da nochmal klar, ich muss leider widersprechen. Wir haben als einziger Hersteller hier in Deutschland angefangen, Batteriezellen zu produzieren. Batteriezellen zu produzieren ist wirtschaftlich in einer Größenordnung in Deutschland im Moment nicht darstellbar. Daraufhin haben wir uns entschlossen, aus der Batteriezellenfertigung auszusteigen, aber die gesamte Fertigung der Batterien zu machen. Das heißt, wir haben eine Batteriefabrik, die steht in Kamenz in Sachsen. Wir bauen eine zweite daneben, wieder mit einer Milliardeninvestition. Und wir machen das ganze Packaging. Wir haben uns engagiert für die Batterie ganz bewusst, aber man muss auch wirtschaftliche Grenzen sehen. Und wenn der Weltmarkt Batteriezellen zu einem Preis anbietet, den wir nicht darstellen können, dann müssen wir das akzeptieren. Wir haben das Know-how so und wir werden es entsprechend umsetzen. Aber es gibt eben immer bei vielen Dingen wirtschaftliche Grenzen. Das ist so. Und man kann uns nicht vorwerfen, dass wir uns nicht für die Batteriezellenforschung engagiert haben. Und Sie sehen das bei VW erst angekündigt. Und jetzt tritt man so langsam den Rückzug an, weil man weiß, das ist finanziell auch VW nicht darstellbar. Sie können mit dem Weltmarkt nicht konkurrieren, aber Sie müssen das Know-how haben, um die Batterien für die Zukunft zu haben. Das ist so. Lassen Sie uns an der Stelle einen Punkt machen. Sie sehen, meine Damen und Herren, dass es durchaus Sinn macht, sich über Sitzordnungen Gedanken zu machen. Das ist wunderbar, kann man in dieser Runde schön sehen. Herr Pieper, Akku leer, wie innovativ sind Deutschlands Autobauer? Das Unternehmen, für das Herr Howe tätig ist, hatte diesen wunderbaren Satz einmal, der Erfinder des Automobils. Mhm. Wird es Zeit, dass das Automobil neu erfunden wird? Das zweite große Thema, vernetztes Fahren, teilautonomes Fahren, auch eine große Innovation. Auch eine große Innovation, da sehe ich auch die deutsche Industrie tatsächlich nicht schlecht aufgestellt. Da haben wir immer schon Zulieferer gehabt, wie gerade Zulieferer gehabt, muss man auch mal sagen, die ich glaube, die großen Entwicklungen sind da tatsächlich eher von Bosch oder Conti sogar gekommen. Natürlich auch, weil dieses Thema Assistenzsysteme, wie es ja bis vor kurzem noch hieß, also die allen möglichen Assistenten, die wir im Auto haben, das war natürlich auch bewusst ausgelagert von Daimler, VW und BMW. Das war ja so gewollt, dass das eher von den Zulieferern kommt. Und die haben sich so weit aufgeschwungen, dass sie heute in der Lage sind, glaube ich, weitgehend das selbstfahrende Auto auf die Räder zu stellen. Zumindest mal, da haben wir jetzt inzwischen, glaube ich, 5 Stufen, haben wir jetzt ja alle gelernt, dass die 5. ist dann das total autonome Fahren, das auch dann nicht mehr selbstbestimmte Fahren, muss man auch mal dazu sagen. Also für diejenigen, die alle Hurra schreien, das wollen wir jetzt innerhalb kürzester Zeit haben, muss man sich auch mal fragen, wollen wir das wirklich, passt das zu unserer selbstbestimmten Gesellschaft eigentlich? Das geht mir manchmal ein bisschen zu rasch in diese Richtung, aber das ist nur so ein Nebengedanke. Und da finde ich aber die deutsche Industrie eigentlich gut aufgestellt. Und auch Mercedes und Audi sind zwei Hersteller, die eigentlich schon recht weit vorangegangen sind, die ja schon selbstfahrende Autos seit einiger Zeit auf der Straße haben. Prototypen, die also nicht nur in der Nevada-Wüste unterwegs sind, wo es kaum Verkehr gibt, sondern auch tatsächlich in Deutschland und Europa unterwegs sind. Also da, finde ich, haben wir eigentlich eine gute Ausgangsposition. Professor Reuss, also kein Randgebiet. Ich finde die Vorstellung, wenn ich das aufgreife, eigentlich ganz gruselig. Ich bin S-Bahn-Fahrer und bin schon Gast in der S-Bahn. Wenn ich mich ins Auto setze, mache ich das bewusst. Ich möchte nicht Gast im eigenen Auto sein. Kommt das wirklich so schnell? Also ich knüpfe an diese verschiedenen Stufen, teilautonomes Fahren, teilautomatisiertes Fahren, vollautomatisiertes Fahren und hinterher, man könnte auch sagen, fahrerloses Fahren, gar kein Lenkrad mehr im Fahrzeug. Wir sind im Augenblick bei dieser Stufe 2, die ist in Serie, und Stufe 3 kommt. Die Forschung beschäftigt sich mit zukünftigen Szenarien. Die Frage ist, ist es jetzt einfach so, dass unser Auto, was wir haben, dann einfach automatisiert fährt und wir fahren dann nicht mehr, sondern gucken zu oder wir lesen ein Buch oder wir beantworten E-Mails, arbeiten mit unserem Smartphone. Und ich glaube, das ist viel zu kurz gesprungen, diese Diskussion. Wenn wir das Auto der Zukunft angucken, jetzt haben wir eben gesagt, es ist elektrisiert.
Wir haben auch gesagt, das ist ganz gut, wenn es vernetzt ist, weil beispielsweise dann können wir die Reichweiten optimieren mit dem Netz der Ladestationen zusammen. Es ist ja auch gut, dass die Ladestationen vernetzt sind und man dann sagen kann, wann lädt wer wo. Also Vernetzung hat noch eine viel größere Tragweite und die Automatisierung und die Vernetzung und die Elektrifizierung, das gehört eigentlich zusammen. Und dann kommt der nächste Punkt und da muss man sich mal fragen, wann ist es denn wirklich sinnvoll, dass das Auto automatisiert fährt? Vielleicht brauchen wir eine neue Klasse von Fahrzeugen, die im urbanen Bereich uns automatisiert zur Verfügung stehen und dann flexibel den ÖPNV auch ergänzen an dieser Stelle. Und vielleicht werden wir dann im urbanen Bereich auch weniger motorisierten Individualverkehr haben, wo jeder mit seinem eigenen Auto in den meisten Fällen alleine und ab und zu noch mit jemandem drin sitzt, fährt. Und dann können wir urbane Bereiche entlasten. Dann haben wir weniger Fahrzeuge, wir brauchen weniger die Straße, wir brauchen weniger Parkplätze. Und da denke ich, dass automatisiertes Fahren eine große Rolle spielt. Sie sagen, es gehört zusammen. Stell mir das gerade so vor. Das Auto sagt, mein Akku ist leer, ich fahre dich jetzt rechts ran. Wunderbar. Nein, ich meine, rechtzeitig an die mein Fahrzeug bringt mich irgendwo hin. Und dann sagt mein Auto, ich gehe in der Zwischenzeit laden. So stelle ich mir das vor. Herr Hubel, automatisiertes Fahren. Wie groß ist die Nachfrage schon jetzt? Wie weit wird das gehen? Ich glaube, man kann jetzt realistisch betrachtet noch nicht von einer Nachfragesituation sprechen. Richtig ist, dass zum Beispiel in der neuen E- und in der S-Klasse der Modellpflege, die im Sommer kommt, wieder Funktionen des teilautonomen Fahrens drin sind. Es gibt rechtliche Rahmenbedingungen, die regeln sehr klar, dass der Fahrer jederzeit die Herrschaft über das Fahrzeug haben muss. Ich kann in meinem Auto zum Beispiel auf eine teilautonome Funktion stellen, dann sagt das Auto nach ungefähr 20 Sekunden, nimm die Hände wieder ans Lenkrad, wenn ich sie wegnehme. Wenn es das nicht tut, fängt es an zu piepen und danach leitet es dann die Bremsung ein, wenn dem so wäre. Und es ist eben so, wir können im Moment probieren, wir können schon viel leisten, aber der rechtliche Rahmen ist noch überhaupt nicht richtig festgelegt. Und deswegen ist es eigentlich Spekulation zu sagen, wann sind wir so weit, weil ja letztlich man sich dann auch einigen muss, für welche Situation welche Algorithmen produziert werden, programmiert werden und was dann passiert. Das ist nicht einfach. Ja. Frau Jungblut, bevor Sie antworten, ich möchte es gerne mit einer Frage verbinden, weil wir gerade gehört haben, öffentlicher Personennahverkehr, das ist ja auch ein großes Thema, geht, ist aber zum Beispiel in Frankfurt durchaus eine kostspielige Angelegenheit. Sollte man das nicht in die Überlegungen gerade in Städten mit einbeziehen, das noch attraktiver zu machen? Und darauf würde ich gerne antworten, aber erst noch mal ein paar andere Punkte vorwegnehmen. Ja. Und zwar erstens ist vor 2 Wochen jetzt das Gesetz im Bundestag beschlossen worden zur Änderung des Straßenverkehrsgesetzes. Damit wird schon mal auch der Weg bereitet für hoch- und vollautomatisiertes Fahren. Wobei ich diese Stufen, weil Sie sagten, wir haben es jetzt gelernt, es schmeißt jeder durcheinander. Herr Wissmann hat sogar diese Woche falsch benutzt. Also ich plädiere dafür eigentlich nur noch für hochautomatisiertes und autonomes Fahren zu sprechen oder fahrerloses Fahren, weil diese Stufen dazwischen versteht keiner und schon gar nicht hier die Menschen draußen. Was mir Sorgen macht, ist, dass die deutsche Automobilindustrie vielleicht den gleichen Fehler macht wie bei der Elektromobilität. Die sind super gut, also so, die können das. Die haben, habe ich diese Woche gelernt, über 80% aller Patente, die man zum autonomen Fahren braucht. Aber ich glaube, sie basteln sehr intensiv an dem weiterhin großen Fahrzeug,
was dann halt die Autopilotfunktion hat für den Geschäftsreisenden oder auch später für andere, und vernachlässigen das, was halt irgendwie sich sonst so tut. Und wir werden halt Shuttle brauchen, die den ÖPNV attraktiver machen, die die erste und letzte Meile, also Tür-zu-Tür-Transport möglich machen. Wir werden auch da Transporter brauchen, die halt vollkommen autonom, ohne Menschen Pakete ausliefern, die vielleicht sogar die Treppen hochlaufen können. Das sind alles Sachen, woran gearbeitet wird. Und ich habe große Sorge, dass das irgendwann auf den Markt kommen wird. Und dann steht die deutsche Automobilindustrie da und sagt so, hoch, damit haben wir gar nicht gerechnet. Ich würde Sie gerne einladen zu uns und Ihnen das alles zeigen, es ist da. Ich weiß, Sie haben viele gute Sachen, aber ich möchte die auch sehen. Ich möchte ja, nicht halt in Berlin auf dem EUREF Campus mit einem Auto oder Shuttle rumfahren, was eigentlich halt jetzt wirklich nicht so der wahnsinnige Bringer ist. Aber es gibt keinen Shuttle, den man jetzt von den deutschen Herstellern schon mal ausprobieren kann. Und die Leute wollen das ja ausprobieren. Wir brauchen auch halt eine Sichtbarkeit, Erfahrungsfenster, wo man sich so in ein autonomes Auto setzen kann und mal feststellt, ja, wie ist es mir denn eigentlich dabei? Vertraue ich dem Auto? Ist das überhaupt sicher? Und die Autos werden immer sicherer. Das ist zum Beispiel was, was ich ganz toll finde. Wir haben Notbremsassistenten, die vielleicht in Zukunft dafür sorgen werden, dass kaum noch jemand überfahren wird. Das finde ich eine geniale Technologie. Und die aber mehr so herauszustellen und zu sagen, das Auto wird immer sicherer und wir machen das und vielleicht bringen das auch in alle Modelle rein, das kommt mir so ein bisschen zu kurz. Es geht viel so in Groß-SUVs und ganz viel Hochglanz und tolle, fette Autos, aber wir brauchen auch für die Zukunft der Mobilität andere Vehikel. Und da müssen die Deutschen, glaube ich, noch einiges vorzeigen. Dann an Minister Herrmann die Frage, Sie natürlich als Verkehrsminister in einem großen und wichtigen Flächenland, öffentlicher Personennahverkehr in den Städten mit den hier beschriebenen Innovationen, ausbaufähig, Luft nach oben. Wird das auch ein Thema im Wahlkampf werden? Also mit Sicherheit wird man im Wahlkampf über die Zukunft der Mobilität sprechen, nicht über die Zukunft des Autos. Das ist ja etwas weiter gefasst. Und wir haben in Baden-Württemberg bewusst auch die Entscheidung getroffen, wir machen die Digitalisierung, die politische Begleitung zu einem politischen Schwerpunkt dieser Regierungskoalition, weil wir sehen, das ist ein Trend, der ist auf jeden Fall stark und der ist da, dem kann man sich sagen, da mache ich nicht mit, dann hat man schon verloren. Aber es kommt jetzt auch darauf an, dass wir nicht sozusagen Technikentwicklung aus Selbstzweck der Technik machen, sondern dass wir sagen, wir haben Probleme mit Lebensqualität in der Stadt, wir haben Probleme mit der Luft, wir haben Klimaschutzherausforderungen und wir haben Mobilitätssorgen, Stau. Ja, und was können uns diese Technologien dabei helfen? Und Sie können das Auto besser machen, Sie können es übrigens effizienter machen, was Verbrauch hier anlangt. Es kann übrigens auch Teil sein eines effizienten Mobilitätssystems, dann fährt nämlich das Auto tatsächlich in den Park- und Reitplatz und man steigt um auf das öffentliche Transportmittel, weil in Ballungsräumen öffentliche Transportmittel im Prinzip effizienter und besser sind, denn auch autonome Autos brauchen Platz. Und wir werden sicherlich sehr viel mehr die Vernetzung des Autos mit der Infrastruktur, aber auch mit den anderen Verkehrsträgern brauchen. Wir haben deswegen in Baden-Württemberg ein digitales Testfeld, ausgehend von Karlsruhe und KIT in Karlsruhe, aber ist die A8, die A6 und die A5 ist quasi so eine Raute im System. Da probieren wir die Technologien und die Infrastrukturen aus und jeder kann kommen und sie ausprobieren, der dran arbeitet. Aber auch diese kleinen Busse, die eine Zukunft des ÖPNVs darstellen können. Ich bin fest davon überzeugt, dass wir gerade im ländlichen Raum, wo die großen Gefäße, S-Bahnen und Busse zu groß sind, aber wir wollen, dass es dort ein verlässliches, umweltfreundliches Mobilitätsangebot gibt. Das könnten auch partiell selbstfahrende, kleinere Einheiten sein, die dann eben halt auch kleinere Dörfer erschließen oder im Ballungsraum auch die Randgebiete, die eben nicht durch die großen ÖPNV-Systeme erschlossen werden. Ich rede gerne von einem zukünftigen öffentlich individualisierten Personenverkehr. Also klassisch öffentlich, aber sehr viel individualisierter als der heute ist. Das ist sicherlich eine Zukunft und übrigens die Technologien werden genauso eindringen in den Bereich des öffentlichen Verkehrs, findet auch heute schon statt. Ich will noch eine Bemerkung machen zu diesem autonom fahrenden Auto und diesem Hype.
manchmal habe ich den Eindruck, dass die Branche eigentlich noch gar nicht kapiert hat, dass sie eigentlich das Paradigma, das sie seit 120 Jahren gepflegt hat, nämlich sozusagen selber fahren können, Herr der PS zu sein und so weiter. Also das ganze Bild im Grunde genommen ein sehr männliches Steuerungsbild, dass man mit dem ja krass bricht, ja, mit diesem Modell. Und jetzt verspricht, dass man im Auto ein Buch lesen kann. Ja, ich mein Gott, das kann man im Zug schon seit 100 Jahren, ja. Und in anderen öffentlichen Verkehrsmitteln, was ist das für ein Versprechen, ja? Und also wenn ich doch will, dann möchte ich Sicherheit und ich möchte vielleicht und ich möchte sozusagen vielleicht auch nicht immer mit dem Auto zu tun haben. Ja? Da gibt es sehr große Möglichkeiten. Ich selber aber auch Risiken. Wenn man sich vorstellt, dass alle Autos, die wir heute haben, jetzt noch mit viel Technik aufgerüstet sind und dann alle noch in der Stadt rumfahren, dann haben wir trotzdem keine Lebensqualität. Wenn wir aber einen Teil der Autos wegnehmen und sagen, mit weniger Autos können wir alle auch individuell transportieren, dann könnten wir vielleicht einen Gewinn, was Lebensqualität in der Stadt anlangt. Ich habe allerdings noch bisher kein Modell gesehen, wie man eigentlich unsere Vorstellung einer modernen Lebenskultur in der Stadt, wo Fußgänger unterwegs sind, wo Hunde rumspringen, Kinder, wo Fahrradfahrer sind, also sozusagen die klassische Fußgängerzone, Innenstadtzone, wo wir mühsam das Auto rausgedrängt haben und nur noch wenige fahren, wenn da jetzt plötzlich autonome Ketten unterwegs sind, ja, die man nicht mehr durchschreiten kann, weil sie sofort eben entweder piepsen oder zum Halten dieser autonomen Fahrzeuge führen würde, dann funktioniert das autonome Fahren nicht oder die Stadt des gemischten Verkehrs funktioniert nicht mehr. Also das sehe ich als große Herausforderung. Auf der Autobahn kann ich mir das viel einfacher vorstellen. Da gibt es keinen Gegenverkehr, queren selten Hunde, Katze und Kinder auch nicht. Und da kann man sich vorstellen, dass das irgendwie läuft. Eine letzte Bemerkung zum Gesetz. Dieses Gesetz ist im Bundestag zwar erstmal durch, aber im Bundesrat heftig kritisiert worden. Und zwar, weil sowohl die Automobilindustrie nicht zufrieden ist, wie also die Juristen, die sich um Rechtsfragen und Haftungsfragen kümmern. Und auch die Politik muss sagen, das ist echt ein Schnellschuss gewesen. So werden wir nicht die gesetzliche Voraussetzung für die neue Entwicklung schaffen. Ich möchte ganz kurz eine Lanze brechen. Also ich komme ja von einem Forschungsinstitut der Universität Stuttgart und es fällt einfach die neue Technologie nicht auch vom Himmel runter. Das heißt, wir müssen uns auch hier Zeit geben. Warum ist denn das alles möglich, was wir hier gerade diskutieren? Weil wir im Bereich der Halbleitertechnik, der Elektronik so enorme technologische Fortschritte haben, weil wir im Bereich der Softwaretechnik so enorme Fortschritte haben. Deshalb diskutieren wir überhaupt über solche Fragestellungen. Und was kaum jemand sieht, ist, wir bauen Systeme einer Komplexität, wo man nicht einfach mal gucken kann, funktioniert es oder funktioniert es nicht. Sondern wir müssen auch das Testen uns ganz genau angucken. Und wir müssen hier viel mehr investieren. Von daher finde ich das richtig gut. Die Elektromobilität haben wir eben diskutiert. Da gab es Förderprogramme. Und das war gut. Gerade für die Forschungsstellen war das eine richtig gute Sache. Und jetzt gibt es Förderprogramme zur Automatisierung, zum autonomen Fahren. Und da wird richtig kräftig gearbeitet. Auf Länderebene, hier Baden-Württemberg ist sehr stark mit der Landesgeschäftsstelle, auf Bundesebene, die Ministerien nehmen wirklich auch Gelder in die Hand. Und auch, wenn wir die EU angucken, gibt es auch Gelder. Aber ihr müsst den Forschern Zeit lassen und es fällt nicht alles vom Himmel und ist gleich fertig, wenn man es sich wünscht, ist doch jetzt nicht Weihnachten. So. Ja. Bevor wir in die Schlussrunde kommen, noch eine Frage an Herrn Pieper. Wir müssen natürlich, wenn wir Gast auf einer Finanzmesse sind, auch fragen in dieser ganzen Debatte. Aktionäre, Anleger, institutionelle Investoren, haben wir auch ein gewisses Mitspracherecht, wenn es um Innovationsdruck geht bei Unternehmen? Was sagen Sie denen auf dem richtigen Weg? Ja, es ist ein langer Weg. Ich glaube, das ist die eine Kernbotschaft. Es ist der richtige Weg, also seit einer gewissen Zeit von einem Jahr ist, glaube ich, der Hebel umgelegt Richtung E-Mobilität, Richtung autonomes Fahren. Sowieso, das ist ein Prozess, der im Prinzip schon seit 10, 15 Jahren läuft, also immer weiter, Schritt weiter vorangeht. Aber wie gesagt, der Knackpunkt kommt dann ganz am Schluss. Wollen wir wirklich diesen letzten Schritt machen oder wollen wir immer noch den Autopilot-Knopf drücken können? Aber das ist eine Frage, die man wahrscheinlich in den nächsten 5, 6, 7 Jahren irgendwann diskutieren wird oder ausdiskutieren wird. Ja, die Investoren, die sind zurückhaltend geworden. Also die Autoindustrie kann man ja sehr schnell nachschauen, muss man sich nur Kursverläufe anschauen, ist jetzt nicht
ein Favorit und wird es zurzeit, habe ich den Eindruck, etwas weniger, wegen dieser gewaltigen Umwälzungen, die mit sehr, sehr hohen Kosten verbunden sind. So kann man es vielleicht auf diesen Punkt mal bringen. Dann darf ich Sie jetzt einladen zu einer Schlussrunde, nämlich an Sie alle gerichtet die Frage, wann rechnen Sie damit, dass in Deutschland mehr Autos mit alternativen Antrieben verkauft werden als mit herkömmlichen? Vielleicht fangen wir bei Ihnen an, Herr Minister. 2025. Warum? Naja, weil der Druck wird steigen und übrigens die Angebote aus anderen Ländern werden kommen. Und das wird den Markt antreiben. Und ich glaube, den meisten wird allmählich klar, dass wenn wir Klimaschutzziele im Laufe dieses Jahrhunderts erreichen wollen, dann müssen wir auch im Verkehrssektor einen Beitrag leisten. Und das heißt klimaneutrale Mobilität. Und da können wir nicht erst 20, 40 oder 50 anfangen, sondern das muss ja allmählich gehen, weil wir wissen, die Autos werden 10, 15 Jahre gefahren. Frau Jungblut. Ich glaube, wir haben nicht so viel Zeit, wie Sie vorhin gesagt haben, sondern wir müssen uns beeilen. Wir brauchen auch neue Mobilitätskonzepte, besonders in der Stadt, eine andere Aufteilung des Verkehrsraums. Weniger zum Auto, sondern mehr Vorrang für ÖPNV, Straßenverkehr, Radverkehr und Fußgängerverkehr. Und dass Antriebe und Kraftstoffe werden wahrscheinlich sehr divers werden in Zukunft. Es wird verschiedene Modelle geben und hoffentlich schaffen wir damit auch die Klimaziele. Herr Hove. Ich glaube, dass sich der Markt weiter aufsplitten wird. Ich glaube aber nicht, dass es vor 2030 mehr Fahrzeuge mit alternativen Antrieben als mit konventionellen Antrieben, allerdings dann deutlich optimierten Verbrennern geben wird im Markt. Allein schon aus der Logik der Bereitstellung der Elektroenergie, die dafür notwendig wäre. Das wird eine Weile länger dauern, aber dafür wird es immer effizientere und immer weniger schadstoffreiche Verbrennungsmotoren geben. Das wird sich langsam ausmändeln. Nach 2030 sehe ich das eher, dass es dann dazu kommt. Herr Pieper. Ja, 2025, das sind nur noch 8 Jahre. Ich glaube, das ist ein bisschen zu optimistisch dann gedacht Richtung Umwälzung, weil ein Auto ist immer noch 6-7 Jahre auf der Straße heute, eine Generation. Das ist also praktisch nur eine Generation bis dahin. Deswegen fürchte ich, dass es aus der Sicht desjenigen, der halt die Innovation im Grunde genommen vorantreiben will, ist das, glaube ich, ein bisschen zu optimistisch. Ich denke auch eher, dass es 2030 als 2025 sein wird. Professor Reuss. Bis 2025 werden wir Fahrzeuge auf der Straße haben, die mit alternativen Antrieben preiswerter, günstiger sind als die mit den konventionellen Antrieben. Ich würde aber auch sagen, vor 2030 werden wir diesen Punkt, den Sie beschrieben haben, dass wir mehr Fahrzeuge auf der Straße haben, die zulassen, elektrisch fahren oder zulassen, die elektrisch fahren, nicht erreicht haben. Dann werden wir also noch viele interessante Runden zu diesem Thema bestreiten können. Das wird uns also noch eine Weile beschäftigen. Sie, die die Fahrzeuge herstellen, Sie, Politik, die die Rahmenbedingungen, die Leitplanken sozusagen formulieren und wir alle, die das beobachten und am Ende natürlich auch selber im Auto sitzen. Also vielleicht kann man es zusammenfassen, Akku ist nicht leer, aber auch nicht ganz voll, da ist noch Luft nach oben drin. Das war das Forum Wirtschaftsspezial Akku leer. Wie innovativ sind Deutschlands Autobauer? Ich darf mich, Frau Jungblut, bei Ihnen bedanken, meine Herren, bei Ihnen, dass Sie hier zu uns gekommen sind. Darf mich bei Ihnen für Ihr Interesse bedanken und selbstverständlich auch bei Ihnen an den Fernsehschirmen. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Auf Wiedersehen.